Bei Akt 2 ist ein sehr geiler Plot-Twist am Ende, finde aber die Lieder diesmal nicht so geil. Und damit gehen wir auch rein in Akt 2 von Der Mann im Mond. Und beruhigt euch, ich habe eure Kommentare unter der Akt 1 Reaktion gelesen. Und ihr wart ein bisschen upset, ihr wart ein bisschen gereizt, sag ich mal, von mir. Also von mir als Person, so wie ich drauf reagiert habe. Und ne, ich verstehe das voll und ganz. Wir haben dann über Oreo und Werbung und was weiß ich geredet. Und wir haben dann gar nicht mehr so wirklich, also ich habe die Story komplett verstanden so. Ich versuche ja auch irgendwie ein bisschen mit dem Chat zu interagieren. Nichtsdestotrotz verstehe ich euch auch in der Lage so, hey, guck mal, wir wollen die Reaktion auf das Video sehen und nicht irgendwie jetzt Gespräche über Gott und die Welt. Dementsprechend werden wir uns heute ein bisschen zusammenreißen und ich werde nur wirklich an wichtigen Szenen stoppen oder wenn jemand wirklich was Bahnbrechendes in den Chat schreibt, werde ich darauf eingehen. Ansonsten werden wir uns voll und ganz auf Akt 2 einlassen. Liken, Support, das come out. Das ganze Ding ist so ein Tag online, circa roundabout. 2 Millionen Aufrufe, 300.000 Likes. Kann man mal machen. Ist für Julian relativ normal. Ich würde sagen, Songs aus der Bohne, Der Mann im Mond, Akt 2 ab. Was zuvor geschah. Der Mann im Mond. Wir haben die Koordinaten für das Paket erreicht. Der Zielplanet liegt direkt vor uns. Sie werden vom schwarzen Loch eingesaugt. Wir sind in der Vergangenheit gelandet. Tausend Jahre in der Vergangenheit. Kennen wir uns? Ich habe auch irgendein Video gesehen zu dieser Szene hier, die, wie lange diese Szene gebraucht hat mit CGI etc. pp. Diese Szene ist so krass, wo dieses Raumschiff dann irgendwie in diesem Wald kracht oder sowas. Die ist geisteskrank, ohne Witz. Wir haben hier ein Paket für den Mann im Mond. Ihr habt also ein Gesicht. Ich komme es mir holen. Wir brauchen eure Hilfe. Unser Raumschiff ist kaputt. Wir haben weder unser Triebwerk noch genug Kupfer für die Reparatur. Mein Dad hat einen Schrottplatz. Da gibt's so viel Kupfer. Ihr helft uns und wir helfen euch. Brauchen Sie Hilfe? Sie können mir helfen. Du darfst dich nicht einfach... Okay, ganz kurz, bevor es jetzt weitergeht, die bahnbrechende Frage, die wir uns alle irgendwie immer noch stellen, wer ist der Mann im Mond, logischerweise. Aber jetzt haben sich so ein, zwei Fragen mehr aufgetan, zumindest bei mir, und die konnte man Stand jetzt noch nicht beantworten, glaube ich. Erstens, was macht sein Gesicht oder die Vorderseite in dieser Box? Warum ist die Vorderseite seines Gesichtes überhaupt in der Box? Wie ist sie da reingekommen? Wer hat sie ihm rausgetrennt, wenn man das so sagen kann? Warum mussten die Ehrenmänner of the Galaxy dieses Gesicht, die Vorderseite dann ne, zu diesem Pager bringen? Und was passiert jetzt mit dem Gesicht, nachdem es verbrannt wurde oder dieser Karton wurde ja verbrannt? Und wie wirkt sich das jetzt auf die weitere Story aus? Ich kann den Polizeifunk einwählen, Junge. Am besten gehst du mal mit deiner Mama zur nächsten Polizeistation und dann helfen wir dir bei der Suche nach deinem verschwundenen Papa. Ich suche auch jemanden. Oh mein Gott, haben Sie mich erschreckt. Können Sie jemanden für mich ausfindig machen? Wir haben unsere Mittel und Wege. Aber dafür müssen Sie erstmal eine Anzeige stellen. Und das dauert. Dafür habe ich keine Zeit. Okay, ich glaube, wir haben schon eine relativ coole Fähigkeit von dem Mann im Mond gerade gesehen. Er kann sich in unterschiedliche Körper reinversetzen oder sowas. Wir erinnern uns, dieser etwas korpulentere Typ auf dem Schrottplatz hat ihn dann auch gefragt, hey, brauchen Sie Hilfe? Wir haben es gerade im Flashback gesehen. Und er wurde jetzt zu diesem Schrottplatzmann. Und jetzt ist er quasi in die Frau getaucht. Oder hat er sie nur kopiert? Oder wie auch immer. Eine gute Frage hier aber im Chat. Ich denke, Julian würde safe mehr Geld machen, wenn er irgendwie das Ding in einem, also als Film dreht. Also es ist ja Filmqualität und es irgendwie im Kino bringt. Oder die Rechte dafür abgeben müsste oder würde oder ne, einfach das Ding so verkaufen würde. Aber dann hättest du halt nicht mehr die Kontrolle über diesen Film. Wisst ihr, ich meine? Sobald es irgendwie als Film produziert wird, im Kino ausgestrahlt werden soll, hängen da so viel mehr mit dran, mit Marketing und dies und das und was weiß ich. So viele Köpfe sind dann daran beteiligt. So viele Köpfe, die dann mitentscheiden dürfen so. Und Julian ist es ja auch extrem wichtig, das Ding irgendwie auf YouTube so zu bringen, dass es so nach seinen Vorstellungen ist, wisst ihr, ich meine? Weil sonst natürlich, ich denke, der würde wesentlich mehr Geld machen, wenn er das irgendwie als Film dreht und im Kino klatscht, auf jeden Fall. Aber dann würde ja auch irgendwie diese Kreativität ein bisschen flöten gehen, finde ich. In the name of baby Jesus and the holy grail of all newborn kids of Atlantic City! Okay, wie heißt er? Ich bin mir nicht ganz sicher. Er ist aber auch so ein
so ein Typ, der extrem viel auf Julian Bam reagiert hat und auch auf die ganzen Songs aus der Bohne-Geschichte und sowas. Und er war letztens, glaube ich, sogar, lass mal ein Like da, Bier. Er war sogar letztens, glaube ich, in Deutschland. Er ist mir generell immer super sympathisch. Unter anderem auch wegen seiner Akatsuki, wie nennt man denn das? Es ist so ein Stirnband, aber es ist ja nicht wirklich ein Stirnband, ne? Er hat auf jeden Fall hier diese Akatsuki-Wolke drauf, sehr sympathisch. What the fuck? Okay, nur um das nochmal zusammenzufassen. Wir besorgen euch das Kupfer auf dem Schrottplatz von Judas Dad, richtig? Richtig, aber nur um das nochmal zusammenzufassen. Parallel bergen wir unser Triebwerk, reparieren es mit dem besagten Kupfer, damit wir wieder fliegen können, richtig? Richtig, aber nur um das nochmal zusammenzufassen. Dann schießen wir irgendein böses Mann im Mondgesicht in die Sonne, um es zu zerstören und fliegen wieder nach Hause, richtig? Richtig, aber nur um das nochmal zusammenzufassen. Dann verkauft ihr magische Bohnen, um die Kosten für unsere Renovierung zu übernehmen, richtig? Hallo? Es müssen hier auch Prioritäten gesetzt werden, mein Gott. An alle kann nicht gedacht werden. Aber ich glaube jetzt, wenn sie auf den Schrottplatz gehen und dieses Kupfer besorgen wollen, dass sie dem Mann über den Weg laufen. Und ich glaube, da wird so der erste Kontakt, denke ich mal, mit dem Mann im Mond stattfinden. Alle mit Unbekannt angerufen. Hier im Pergament vom Osterhasen steht, wenn der Mann im Mond sein Gesicht zurückbekommt, wird er seine volle Macht erlangen. Aber solange das... Okay, nach dem Plan jetzt in diesem kleinen FaceTime-Call oder sowas, war es denn Plan jetzt, dieses Gesicht auf die Sonne zu schießen oder in die Sonne zu schießen, damit es quasi zerstört wird, oder? Das war James Bray. Ach so, okay. James Bray sagt mir nichts, aber das war anscheinend der YouTuber, der... What the... Ne? So, ne? Jackson, einen wunderschönen guten Abend. Gesicht in Dunkelheit gehüllt ist, schläft es. So, wir sind da. Was machen wir in einem Supermarkt? Ich dachte, wir wollten zum Schrottplatz von deinem Dad. Kupfer holen. Machen wir auch, aber nicht ohne Schokoeier. Was? Schokoeier. Kennst du die nicht? Bin laktoseintolerant. Oh, du Opfer. Mein Papa ist der Schokoeierkönig. Er isst sie jeden Tag. Okay, bestechen wir deinen Dad mit Schokoeiern. Halt, warte mal. Was machen wir mit ihm hier? Wann ist der denn dabei? Oder sie? Bin mir unsicher. Ich bin Babu vom Stamm der Machipü. Und meine Pronomen sind er, nicht sie. Weil ich niemals sie sein kann. Machipü, das klingt so süß. Er hat seine ganze Familie verloren. Das stimmt gar nicht. Digga, ganz kurz mal, ne? Gebt euch mal das. Machipü, das klingt... Guck mal, Digga, ich weiß nicht. Ihre Augen sind so krass. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, das ist so... Ich bin ab wirklich Problem mit den Farben, wie schon gesagt, ne? Also ich kann da Farben relativ schwer auseinanderhalten, so. Aber guck mal, ihre Augen sind geisteskrank, oder? Also rein von der Farbe her. Klingt so süß. Er hat seine ganze Familie verloren. Das stimmt gar nicht. Können wir ihn nicht behalten? Bitte, Ju! Was? Nein! Wir können kein Alien mitnehmen. Wieso denn nicht? Der ist viel zu auffällig in einem Supermarkt. Supermarkt? Was ist Supermarkt? Da gibt es Essen bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Oh, Babu hatte schon lange keine intergalaktische Köstlichkeit mehr. So niedlich. Ju, bitte, 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 bitte. Ich verspreche auch, dass ich ihn nie aus den Augen lasse. Na schön. Das Versprechen wird schneller gebrochen als, ja, ich denke mal, darauf wird es hinauslaufen. Aber du trägst die Verantwortung. Juhu, danke, Ju. Babu, hast du das gehört? Oh, shit! Scheiße, er könnte überall sein! Im Weltall sind es doch minus 270 Grad! Ja. Oder wir holen uns einfach die Schokoeier! Lecker! Oh, ein Popeye vom Planeten Hyloron! Ah, das ist so ekelhaft. Also, so ekelhaft. Und, die haben jetzt einfach in Rewe in irgendeinem Supermarkt gedreht oder Inkflation oder so stand vorne dran. Ich gehe mal stark davon aus, dass es nicht wirklich da steht so. Die sind einfach in den Supermarkt gegangen und haben da gedreht, oder was? Schmeckt irgendwie anders als in meinen Erinnerungen. Aber wie gut spielt er das auch, seid mal ehrlich. Wie gut spielt er diese Rolle? Ich habe hier einen Dieb von einer ganz dreisten Sorte. Bro. Ey, jetzt schon direkt super, super geil. Ihn kenne ich auch. Ich kenne aber
Ist es Bodyformus? Ich glaube Bodyformus, oder? Er hat früher auch relativ regelmäßig, ich weiß nicht, ob er immer noch regelmäßig irgendwelche Videos veröffentlicht, vielleicht auf TikTok oder sowas. Viele Leute schwappen ja irgendwie auf TikTok über auf die andere Plattform so, einfach weil, ne, Videos kürzer sind und man da auch relativ gut mit der Beta-Variante jetzt Geld verdienen kann so. Das ist Bodyformus. James Bray, Bodyformus. Wir haben jetzt schon zwei Leute, die ich auf jeden Fall kenne, und er ist Ladendetektiv oder Security. Ein Whitefacer. Er war hier! Ju! Oh, alles in Ordnung? Die Chicken Nuggets. Ich... Chicken Nuggets, 100% Küken, 100% Küken, null Geschmack, neu in Form lustiger, toter Tiere. Schön! Ich weiß, Ju. Ich habe die Doku mit dem Kükenschreddern auch gesehen. Nein. Sie erinnern mich an John. Er hat Chicken Nuggets geliebt. Er hat sogar mal verschimmelte Nuggets aus dem Mülleimer gegessen. Ja, so war er. Ich wünschte, ich hätte ihm noch eine Sache sagen können vor seinem Tod. Was denn? Sag's mir, ich liebe solche Beichten. Ist mir ein bisschen peinlich. Ach komm, wie schlimm kann's schon sein? Aber sag's niemandem weiter, klar? Immer wenn ich traurig im Bett lag, da habe ich mir vorgestellt, dass John als Superheld verkleidet in mein Zimmer reingeflogen kam, um mich aufzuheitern. Es hat funktioniert. Ist egal. Weg ist mir selbst. Ist gut. Ja. Wo waren wir? Schokoeier. Schokoeier. Babu, ja. Babu. Okay, du besorgst die Schokoeier, ich finde Babu, und dann treffen wir uns in dem Gang mit dem Deo. Wieso da? Die Marke von den Nuggets, Shreddy. Shreddy stand da auf jeden Fall. Wegen den geschreddeten Küken. Ich verstehe schon irgendwie den Zusammenhang. Dreh war, glaube ich, am Wochenende, sind alle Statisten im Supermarkt. Ich wäre auch gern Statist gewesen. Wo war meine Einladung? Ich bin ein guter Statist, sage ich so, wie es ist. Ich kann gut einfach sinnlos dastehen und irgendwie Regale einsortieren oder irgendwas suchen. So, wisst ihr, was ich meine? Wo war meine Einladung als Statist? Kannst du nicht sagen, aber du sollst sie jetzt kaufen und benutzen. Babu hätte gerne 12 Kilo von ihrer besten Flederratte. Danke. Hallo. Bro, ich sag euch ehrlich, wenn der jetzt wirklich noch ins Video kommt, ohne Witz, Bro. Jens ist Beste. Wenn er jetzt wirklich noch hier in das Video kommt, dann kacke ich ab komplett. Hallo! Ist er nicht auf dieser Insel Seven vs. Wild oder sowas? Oh. Oh. Babu hat was gefunden. Lass den armen Köter in Ruhe, mein Gott. Habe Blickkontakt. Zugriff erfolgt auf Kommando. Entschuldigung, könnt ihr mir ihre Schokoeier zeigen? Wie war das? Okay, Bro. Das ist sehr... Also es ist erstmal unvorteilhaft, einen Security-Mann nach irgendwelchen Sachen im Laden zu fragen. So, keine Ahnung. Der hat wahrscheinlich höchstwahrscheinlich keine Ahnung davon. Der ist einfach nur für die Sicherheit da. Aber jetzt dann halt noch... ihn nach seinen Schokoeiern zu fragen, ist halt also nicht nur ein bisschen, ist hart unvorteilhaft. Was? Schokoeier, ich weiß, dass Sie welche haben. Könnt ihr mir die bitte zeigen? Bro, der fliegt doch safe gleich raus. Ja. Ey, was soll die Scheiße? Ich hab gar nichts gemacht. Kleiner rassistischer Mistkerl. Erst dieser Whiteface und jetzt du? Du kannst froh sein, dass ich die Polizei rufe. Keine Macht dem Rassismus. So. Für Sie! Julia, wo bist du? Du willst es nicht anders. Wer hätte gedacht, dass das Schicksal der Welt davon scheiß Schokoeier abhängt? Ja, hier ist die Hölle los. Hier ist so ein Typ mit weißem Kreis im Gesicht und so ein halb... Und so schließt sich der Kreis. Okay, er ruft sie jetzt an und der Mann im Mond ist irgendwie... Also das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ist er in ihrem Körper? Wie soll ich das sagen? Hat sie ihn jetzt in ihren Körper gelassen? Oder hat er jetzt ihren Körper einfach so genommen? Oder ist sie... Ich verstehe es da noch nicht so ganz. Sie hatte mit gelber Tasche. Ich brauche Unterstützung. Warte mal. Worldfest, Ohio, Aachen.
Ah nee, okay, das ist doch irgendwie. Warte, nein, doch, okay, warte mal, ey, ich bin komplett lost gerade gewesen. Ich dachte wirklich, das wäre irgendwie in den Staaten drüben gedreht worden. So, wir haben hier irgendein niederländisches Kennzeichen, glaube ich. Wir haben hier aber tatsächlich ein deutsches Kennzeichen, so. Aber schon originell, da irgendwie so eine Ami-Karre hinzustellen. Was aber für ein Name? Ohio Aachen. Ohio Aachen, Bro, was sind das? Kriegen wir ein Selfie? Wir? Wir! Gott, Selfie! Auf Lock! Auf Lock, Bro, auf Lock! Nein, keine Selfies! Nicht mal für ein Zwambo? Der hat den Körper geklaut und benutzt ihn jetzt zum Rumlaufen. Also kann er jeden. Die sehen einfach irgendwie aus wie Knossi seine Kinder. Ich weiß auch nicht so ganz warum so. Also, die könnten 100% 1 zu 1 irgendwie Kinder von Knossi sein, so. Aber kann er jeden x-beliebigen Körper einfach so nehmen? Nein! Never meet your heroes in real life. Auf Lock. Hey, möchten Sie Kosten? Wie hoch sind denn die Kosten? Na, umsonst. Oh, ja, gern. Und? Also dafür, dass ich keinen Fisch mag, ist der hier ganz besonders schlecht. Fabu! Familie Knossalla, so. So ein Anblick als Kind in einem Supermarkt auf einem Wochenende, du wolltest entspannt einkaufen gehen mit der Family, so ein Anblick vergisst du nie wieder. Verboten! Der Supermarkt ist gar nicht so super. Sie können doch nicht einfach meinen Hund essen. Sind wir auf diesem Planeten keine anderen Lebewesen? Keiner ist lebende Tiere, Sie Verrückter. Ach so. Kann ich ihn jetzt essen? Julian! Was lernen wir aus der Geschichte eigentlich? Nie Außerirdische mit in den Supermarkt nehmen. Ha, hab ich dich! Na sieh mal einer an. Der Whiteface-Ladieb und der Racist stecken also unter einer Decke. Gib ihnen Hausverbot! Warte ab, bis Rezo dich zerstört. Der Mann wollte uns ganz Selfie geben. Rezo, Bro. Sehen wir Rezo? Also wir haben ja Rezo in dieser ganzen Songs aus der Bohne-Geschichte ja gesehen, als diesen Forscher in dem Labor und sowas. Und er hat uns dann auch irgendwie ein bisschen mehr über die ganzen Bohnen und Herkunft und Geschichte und so weiter erzählt. So. Sehen wir aber Rezo hier nochmal? Wart ab, bis er dich zerstört, dann ist vorbei. So unter einer Decke. Gib die. Tubo kann da ein Lied von singen. Hausverbot. Was? Spaß, schöne Grüße gehen an Rezo und Tubo. Der ab, bis Rezo dich zerstört. Der Mann wollte uns kein Selfie geben. Was? Das ist ja noch schlimmer. Wo finde ich die passierten Tomaten? Ist das Ju sein Dad? Ich glaube schon, gell? Ich bin mir relativ sicher, dass das Julian sein Dad ist und in der Szene davor... Der Mann wollte uns kein Selfie geben, was? Das ist safe seine Mom, die hat man jetzt schon öfter gesehen. Und das war Ju sein Dad, ah. Das ist ja noch schlimmer. Wo finde ich die passierten Tomaten? Was ist hier los? Nur ein riesiges Missverständnis wegen dieser Schokoeier. Gegen die du intolerant bist? Ich wusste es. Intolerantes Stück Scheiße. Julia, es ist wegen der Laktose. Ach, Scheiße. Wie man alles falsch verstehen kann. Das ist eigentlich ein brutal gutes Beispiel, wie schnell Missverständnisse entstehen können und wie schwer man dann da auch wieder rauskommt. Die Pille danach. Childish Gambino. This is America. Ist das der Bruder? This is America. Ist das Childish Gambino? Boah, jetzt habe ich mich blamiert, Chat? Habe ich mich blamiert oder nicht? Ich glaube, Childish Gambino ist This is America. Ja, ist er. Gott sei Dank, wusste ich doch. Ich wollte euch nur kurz testen. Ist richtig, richtig, korrekt? Okay, ich wollte euch nur testen, Chat. Ich bin ein Alien, komm von weit weg her, bin Gast bei euch zu Hause, aber ihr macht es mir schwer. Aber das ist nicht This is America. Anscheinend hat er noch irgendwie den ein oder anderen größeren oder genau gleich großen Hit oder sowas. Kenne ich aber so nicht. Menschen seid voll crazy, kann mir vieles nicht erklären. Erzähl dir ein bisschen von mir, es gibt so vieles und noch mehr. Oh, das ist aber gut eigentlich. Oder es geht wirklich, also, boah, wie ging denn nochmal This is America, also, This is America, wie ging das los, ging es auch so los? Das ist aber auf jeden Fall auch diese Bewegung oder diese Hommage an den wahrscheinlich größten Hit von Childish Gambino,
wo er dann auch quasi mit einer Waffe hinter jemandem steht und ihm quasi einen Kopfschuss gibt. In dem Fall ist es keine Waffe, sondern einfach ein toter Hund, aber ja. Das ist ein Machibü, für Gefühle von Fressen fühlen. Deshalb ist unser Daumen grün und wir sind nicht misogyn. Das ist ein Machibü, für uns gibt es kein Synonym. Unser Schweiß ist unser Parfüm, den wir beim GV aneinander sprühen. Immer wieder krass, also er hier, ich nenne ihn einfach mal John, mein Gott, wie hieß er, Babu, ne, ist ja auch egal. John ist so weit weg eigentlich von dieser Childish Gambino-Geschichte, rein stimmlich und sowas, aber allein nur der Beat setzt sich direkt in diese, in dieses Childish Gambino-Ding rein. Wisst ihr, ich meine, dieses This is America, diese ultra harte Bassline, die einfach nur auf der Root Note die ganze Zeit lang scheppert, so, ultra harter Beat generell, du weißt direkt auch so, um welchen Song es geht, wisst ihr, ich meine, obwohl der Vocalist jetzt nicht so über krass ist, mein Gott, ne, das ist John, der macht es geil, so, das sind aber auch einfach nur Parodien so, und die Leute wollen ja auch da irgendwie nur unterhalten, die wollen jetzt nicht irgendwie musikalisch das beste Stück da abliefern, so. Füße sind super klein, deshalb die Schuhe super size, weiße Fans sind unser Schweiß. This is a Machibü, trinken Kaffee und schlafen ein, nehmen niemals ein Bad allein, unsere Joni ist ein Schweingeheim. This is a Machibü, Photosynthese ist das Nationalgericht, unsere Dünger snacken wir bei Tageslicht und wenn wir horny sind, leuchtet unser Gesicht. Ist voll egal, was ihr so denkt von mir. Boah, ich merke gerade, dass ich den Song gar nicht mehr. Ach, das sind doch die Schokoeier. Mein Gott, nur wegen dem ist man in diesen Laden gegangen, hat man diesen ganzen Aufstand jetzt irgendwie hier ins Rollen gebracht. Man hat ihn ja nicht angezettelt, ist einfach nur durch Missverständnisse irgendwie entstanden. Ich merke aber gerade, dass ich dieses This is America. Ich weiß gar nicht, heißt der Song so? Ich kenne ihn einfach nur mit diesem Slogan This is America, weil das auch extrem oft in dem, ne, also extrem oft auf jeden Fall einmal erwähnt wird. Aber ist der Song so variabel, rein von den Melodien her, rein von den Elementen her? Weil am Anfang war es sehr melodisch mit dieser Gitarre, dann wurde es einfach nur straight nach vorne mit einer ultra harten Bassline. Und jetzt wird es wieder ein bisschen melodischer. Der heißt auch This is America, okay. Sorry, das passiert immer bei Erregung. So wurde ich noch nie berührt. Danke. Er war so. Danke. Julia, bist du zu deinem Dad? Guck mal fürs Raumschiff. Baden, Baden, Württemberg, Franken. Ach, das sind Weine da hinten, glaube ich, ne? Aus welcher Region kommt denn eigentlich der beste Wein in Deutschland? Gibt es so eine Region, die wirklich prädestiniert dafür ist, wirklich gute Weine hervorzubringen? Also ich bin ja. Ich lebe ja mönchartig seit Jahren, mein Gott, ich habe keinen Tropfen Alkohol angefasst, versteht sich von selbst. Aber ich frage für einen Freund. Ich hab endlich das Gesicht. Scheiße! Oh mein Gott, der hat die Tasche verloren, wo das Gesicht drin ist, oder? Tasche, sie ist weg! Nicht schlimm, die war eh hässlich. In der Tasche war das Gesicht vom Mann im Mond. Was jetzt davon, du Opfer? Komm noch, 1 gegen 1. Ihr kleinen Dreckigen! In Minecraft! Julia, auf Lock! Ich helfe euch! Das ist der Augenblick, auf den ich mein Leben lang gebracht habe. Meine Häppchen! Schneller! Der Arme wollte nur seine Fischhäppchen verkaufen, Bro! Hände sind gebrochen, genauso wie mein Herz! Oh Gott, tut mir leid! Guten Hunger! Die Wahrsagerin hatte recht. Ich sollte das Fischen sein lassen. Du wirst irgendwann einen besseren Fisch fangen. Die Frau, von der die Wahrsagerin gesprochen hat? Okay, dann werde ich doch noch ein letztes Mal angeln. Meine Tasche! Bleibt stehen! Fresse! Oh no. Aber Sounddesign technisch, um darauf ein bisschen einzugehen, ist es wieder sehr, sehr geil gemacht eigentlich so. Also, du siehst, dass jetzt irgendwie eine andere Person im Bild ist so, aber rein nur, wenn du das sehen würdest und dieser Soundtrack nicht da wäre, würdest du jetzt auch gar nicht merken, dass sich
irgendwie diese ganze Szene ändert. Wisst ihr, ich meine so, dass auf einmal ein ganz anderer Mood herrscht, so eine ganz, was ist Mood, Stimmung? Dass so eine ganz andere Stimmung herrscht, ne? Sobald sie jetzt irgendwie da aufgetreten ist, hat man auch so einen ganz tiefen Impact gehabt und man hat auf jeden Fall gemerkt, okay, jetzt ist irgendwas. Captain, wo ist eigentlich Babu? Ach, ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Komm mit. Das Erste, was ich an Bord mache, ist bei einem schönen Schluck Kaffee dieses... Digga, diese Szene sieht so... Sie sieht so irgendwie unrealistisch realistisch aus. Macht das irgendwie Sinn? Die Szene erinnert mich irgendwie an Terminator 2. Terminator 2 nie geguckt, leider. Sorry. Video liken. Update-Bericht. Ist unser Triebwerk schon lokalisiert worden? Wer will das wissen? Ich, der Captain. Snaggles? Eine Meuterei? Kenn ich den? Er ein Akt der Emanzipation. Ach, das war der Typ mit der Chrysler-Nase, ne? Runter von meinem Stuhl, Snaggles. Ich mag ihn gerne kalt. Nee, war das Chrysler? Das war Dodge. Ich glaube, Dodge. Die Marke Dodge mit dem Zeichen genau gleich wie seine Nase. Wie so ein Kissen, wenn man das umdreht. So. Vor allem mit den schlaflosen Nächten, die ich in den letzten Tagen habe. Wachen! Ergreift ihn! Wir haben Wachen. Snaggles, wir haben keine Zeit für dieses Spielchen. Die Erde wird bald vernichtet. Schwarz! Mit verstücktem Käse. Und diesen Ex-Captain Jock auf. Bring ihn in deine Zelle. Sofort! Aber das Glukose zu Praxexemplar an Frau soll mir Gesellschaft leisten. Ew. Bisschen cringe, sag ich ehrlich. Ich hoffe, die Szene soll so cringe sein, weil sie ist sehr cringe gerade. Was, ew? Egal. Los, raus mit den Versager. Ich hab euch allen vertraut. Und Snaggles, du ehrenloses, hinterhältiges Rattenbiest. Ihr werdet alle dafür zahlen. Vor allem du. Digga, sah aus wie Sanji mit seiner Augenbraue. Hey, liegt es daran, dass ich dir eine Null genannt habe? Das war nett gemeint. Die Null ist nah bei der Eins. Und die Nummer Eins bin ich. Nein, es ist wegen dem Essen der Kantine. Aber wir haben doch keine Kantine. Ja. Ich glaube, ich kenne ihn auch, oder? Er macht wirklich so Ess-Content, oder? Also er schaufelt, das war Juice' Bruder. Ach, der mit der Sanji-Augenbraue? Ach, was? Wie sieht... Ah, doch. Ich kenne, glaube auch Drew, seinen Bruder. Mein Gott, muss eigentlich generell mehr Videos aus dieser ganzen Ecke gucken. So auch diese ganzen Insider-Geschichten, sowas. Evanjo, okay, rein namenstechnisch sagt er mir nichts, aber vom Gesicht her hat man ihn auf jeden Fall schon mal gesehen, wie er in irgendeinem Burger beißt. Genau deswegen. Komm schon, ich baue dir eine Kantine, Frank. Ich heiße Dave. Ist es eine dumme Frage? Wo liegt denn Aachen? Ist es irgendwie an der Grenze zu Niederlande? Oder zu Niederland? Egal, ihr wisst, was ich meine. Ist es da irgendwie so ein Grenzübergang mäßig? Oder ist es relativ weit entfernt? Weil wir haben hier auch Kennzeichen mit, also ein Aachener Kennzeichen gehabt, aber dann auch wieder niederländische Kennzeichen. Julia, komm! Grenze Belgien, okay. Ja, mein Gott, war ja nah dran, oder? Hä? Ich hasse es, wenn Zäune das machen. Bleib stehen, ihr kleinen Pisser! Oh, wehe, ich warne dich, mach das nicht! Gargos! Scheiße! Digga, nimm's runter! Das ist genau so eine Szene wie, ihr guckt 2 Stunden einen Film, Bösewicht jagt den Guten, der Gute jagt den Bösewicht. Und es gibt so viele Situationen in diesen 2 Stunden, wo der Gute den Bösewicht hätte umbringen können oder auch andersrum. Aber man hat es nicht getan. Man hat es nicht getan für den Plot-Twist, genau für das Ende. Versteht ihr, was ich meine? Digga, nimm das Ding doch einfach runter. Bitte, nimm's runter, bevor jetzt die ganze Welt irgendwie untergeht einfach. Oh, Scheiße. Oh. Aachener Grenze Belgien und auch Niederlande war schon richtig. So, vielen lieben Dank für die Info. Nein, Scheiße. Heiß. Und ihr kleinen Seelenlosen seid froh, dass ich erwachsen bin und Gewalt ablehne. Keine Macht im Alkohol, keine Macht im Rassismus, keine Macht
der Gewalt. So. Ich bringe dich um. So, mein Hanibüchen. Heute zu unserem... Oh nein. Oh nein, Digga. Ich erkenne schon an der Stimme, oder? Ist das seine Stimme, Chat? Ist das seine Stimme? Haben die denn wirklich in diesen Akt 2 mit reingenommen? So, mein Hanibüchen. Heute zu unserem Wochen... Das ist... Ja. Okay, Bro, jetzt geht's bergab, wirklich. Also bis dato war's gut, aber jetzt komplett vorbei. Jetzt geht's bergab, jetzt kracht's komplett. Jetzt kannst du nicht mehr halten. Es ist vorbei jetzt. Jetzt kannst du einfach nur loslassen und hoffen, dass es noch irgendwie gut wird. Hochzeitstag habe ich eine ganz besondere Überraschung für dich. Ja, endlich meine Frau in seinem Alter. Spaß. Ich finde, Knossi und seine jetzige Freundin geben ein gutes Bild ab. Wirklich. Ohne Witz. Wirklich. Papa, Hilfe! Meine Babys! Nein! Das darf nicht sein! Wieso? Was ist denn hier los? Der Mann hat den Grill umgeworfen! Und jetzt fasst der Mann Fred an! Oh, du kleiner Lügner! Jens, tu doch was! Wenn er jetzt anfängt zu singen, ist vorbei, ohne Witz. Du kleiner Bammeninghong. Julia, Hilfe! Darf man das auch sagen? Ich weiß gar nicht, Mann. Also heutzutage muss man ja ganz krass drauf aufpassen, was man sagt. Dieses Bammeninghong. Ich sag dir ehrlich, ich hab so Flash gehabt, wo ich es erste Mal gehört hab. Wo bist du? Ah, lass mich los, es geht viel zu weit. Ich hasse es, wenn mein Leben einen roten Faden hat. Preisgekrönten Steaks, das Einzige, was mir je wichtig war, und du hast sie mir genommen. Das Einzige? Ha! Seid lieber froh. Ich wollte eigentlich nur zwei von euch. Nur zwei? Wer von uns war denn unerwünscht? Wenn ich das so anschaue, schwierig zu sagen. Aber ich glaube, der Kollege ganz links. Safe der mit der Tasche, die übrigens mir gehört. Und wegen dieser Tasche mussten meine Babys sterben? Jus, lass doch den Mann in Ruhe. Der Tag fing so schön an. Jost? Hast du mich etwa betrogen? Mit Jost? Dem Pfarrer, der uns getraut hat? Nein. Ach, daher weht der Wind. Ich habe schon gedacht, Haarfarbe passt. Also wohl, Knossi, seine Haare sind ja auch gefärbt, ne? Was ist Knossi, seine naturelle Haarfarbe? Ist es auch so blond? Aber rein haarfarbentechnisch kommen die Kinder auf jeden Fall nach Jost, sag ich so, wie es ist. Buceka, einen wunderschönen guten Abend. Hast du mich etwa betrogen? Mit Jost? Dem Pfarrer, der uns getraut hat? Er ist naturell blond, okay. Nein, das würde ich niemals tun. Ach ja? Aber die Kinder kommen auf jeden Fall nach Jost. Jost? So. Auf Lock. Und warum klettert Pfarrer Jost dann gerade von unserem Balkon? Auf Lock. Urteile nicht. Denn in der Bibel steht geschrieben: Bring dich um! Vergebt einander, wie auch ich vergebe. Entschuldige! Das ist alles die Schuld von dem Typen mit dem Fake-Bart. Hä? Ich hab noch gar nichts gemacht. Außerdem ist er nicht fake. Nur wenig. Wenn du hier bist, ist mein Leben ein einziger Scherbenhaufen. Babu, hör auf, Kohle zu essen und tu was. Scheiße. Lass Papa in Ruhe. Hey, du. Ist ja echt toll, dass du neue Freunde gefunden hast. Aber wir müssen langsam wirklich los zum Schrottplatz Wolfram das Kupfer holen. Julia, hilf mir! Wie heißt das Zauberwort? Jetzt! Ja, das ist es. Aqua. What the fuck? Wunderschönen Abend allerseits. Einen wunderschönen guten Abend. Was ist Aqua? Also Childish Gambino hat mir direkt was gesagt. Und ich bin da so ein bisschen lost teilweise, weil Bella Porch hat mir im ersten Akt auch nichts gesagt. Nur Money Boy. Aqua sagt mir, siehst du gleich, okay. Stimmt, gell? Warte mal ganz kurz. Der Strahl von Babu aus seinem Gesicht signalisiert ja, ne? Und der Strahl war diesmal relativ stramm, intensiv, groß, mit viel Druck.
intensiv, massiv, so. Und hey Ken, hey Ken. I'm a Barbie girl, I'm a Barbie girl. Ist es das? Oh, verdammt, Bro. Also da hätte mir Julian gereicht. Ohne Witz, jetzt geht Knossi auch noch auf den Song, oder was? Verdammt, Bro. Aber ich sag euch ehrlich, diese Tattoos, geisteskrank, ohne Witz. Auch mit Farbe so. Ich habe mir sagen lassen, dass Farbe ein bisschen Probleme machen kann irgendwann so. Aber das voll mit Animes oder sowas, wäre geisteskrank, glaube ich. Meine Frau ist mir fremdgegangen. Schließ endlich ab, Bro. Siehst du diese 11 von 10 da? Ja, aber wie soll ich sie ansprechen? Zeig dich einfach von deiner besten Seite. Das musst du Digga, er hat ja komplett, Digga. Also Make-up ist straight in sein Gesicht gefetzt worden. Holy moly, guck mal sein Gesicht. Und ab dem Hals hat er wieder so eine ganz andere, naturellere Hautfarbe. Ohne Witz. Also das, diese Konstellation her, diese Konstellation hier aus Farben und dieses Bild sehe ich nur bei Straßenumfragen in Frankfurt. Ohne Witz. Die Frankfurter Jugend, überwiegend die Mädels, haben genau das gleiche Farbschema hier im Gesicht. Wir sind Milliardär, doch das Leben ist schwer. Als Milliardär will man immer mehr. Wir machen uns die Welt, wie sie... Ganz kurz, muss man sie kennen? Muss man sie kennen? So, keine Ahnung. Hat jemand die Instagram? Ich frag für einen Freund. Wie uns gefällt, alles aus Plastik, ein Was hat er? Das ist doch safe Photoshop oder sowas, oder? Gwendo Selin oder so bei Insta. Vielen lieben Dank. Die Pose in der Mitte, keine Ahnung, was er damit meint. Weiß ich nicht. Einsparung krieg ich nach Kick. Schau mich an, super reich, krasser Tan auf der Haut, die perfekte Jawline, ich bin Alpha, im Privatjet nach Sylt, pack den KW. Nein, das Bild ist echt in der Mitte. Wann hat Obama denn... Okay, ich frag einfach nicht weiter. Ja, aus für dich und deine Blumen, nur Champagner. Eigener Zoo, guck mal hier, mit exotischen Tieren, höre nicht auf Kritik, weil das Neid ist. Sie guckt uns an und sie sagt, ist das hier euer Ernst, ist die toxische Art euch nicht peinlich? Obama hat sich auch kurz gedacht, auf locker. Alle arm, können ja sparen, doch nicht für beide, man lebt nur einmal. Ja, du weißt, wir sind Milliardär, doch das Leben ist schwer. Der hat damit einen Kuss machen wollen für alle seine Wähler und das Bild ist entstanden. Ja, okay, das hätte man. Es ist dann entweder sehr, sehr unvorteilhaft und man müsste das komplette Bild sehen oder man hätte das auch irgendwie anders signalisieren können, als so wie er es getan hat. So. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Alles aus Plastik, ein Sparen krieg ich lang. Ich glaube, davon brauche ich eine Vollversion, ohne Witz. Aber ich muss mein aktuelles Leben überdenken. Vielleicht wandere ich aus nach Kanada. Bisschen auf Lock mit Bären, so ein bisschen kämpfen, dies, das. Mach doch so ein Format, mein Gott, Chat. Stell dich mal vor, es gäbe so ein Format, wo ihr wirklich 14 Tage als Zweierteams nach Kanada geht und quasi so... Einfach ums Überleben. Dann nehmt ihr so eine kleine Flasche mit, wo ihr dann alles reinpacken könnt und das, was in die Flasche passt, das ist quasi als Equipment für euch dabei, die zwei Wochen so. Das wäre eigentlich gut. Das müsste man verfilmen, glaube ich, mal auf YouTube bringen. Das wäre eigentlich eine ganz geile Idee, oder? Ich brauche nur noch einen starken, durchtrainierten. Glaub, würde nicht so Klicks ziehen. Lass mal, okay. Partner an meiner Seite. Joost, Jens. Wäre krasses Format, Patrick, du solltest ins Fernsehen. Habe ich schon oft gesagt, wurde mir schon oft nachgesagt, aber ich muss ja auch ein bisschen hier für YouTube ein bisschen dies, das machen, wisst ihr, ich meine so. Aber
Ich lasse mir die Idee morgen am Montag patentieren und dann geht's ab nach Kanada. Julia! So ein Tattoo? Ist das eine Gulaschkrokette? Nein, mein Boyfriend Sido. Naja, Ex-Boyfriend. Liebe ist kompliziert. Deswegen hilf jetzt der armen Frau, Ju. Ey, ich glaube, die Polizistin ist unterwegs, aka der Mann im Mond. Ich würde mich von diesem Fleck hier ein bisschen entfernen, sagen wir mal so. Frau von Jens, ich weiß, Sie sind traurig, aber... Ach, ich brauche einfach Ablenkung jetzt. Würde sich hierfür vielleicht ein karamellhäutiger Mann interessieren? Auch wenn er ein Fake-Bart hat? Gerade gar keinen Bock, Vater. Kein Fake-Bart, nur ein bisschen wenig so. Dazu sein, to be honest. Ach so, nein. Natürlich alles in einem sicheren Rahmen. Wissen Sie, was wirklich sicher ist? Vasektomie? NordVPN, das schnellste und sicherste VPN der bisherigen Menschheitsgeschichte. Ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Sicher? Sicher. Ich würde sogar weitergehen und behaupten, dass NordVPN Sie glücklicher machen würde, als irgendein Mann das jemals könnte. Sicher? Sicher. Oh wow, das klingt wirklich fabelhaft. Viel besser als eine weitere Affäre. Genau, und mit dem Link nordvpn.com/julienbam bekommen Sie ein besonderes Angebot und top auf Ihr 2-Jahres-Paket. Risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Auf Lock. Danke, Julian. Du hast mir meinen Tag versüßt. Ju, komm endlich! Oh ja, ich müsste jetzt mal los. So, viel zu tun. Wir müssen die Welt retten, so. Ach, Julian. Auf Lock. Vielleicht können wir ja zusammen. Ich hoffe, Captain Jerky und die anderen konnten zumindest schon ihr Triebwerk finden. Bestimmt. Whenever you're down, out in the cold, faithless and dark, your stories untold. Hold my hand and walk there with me. I know a place where we can be free. Logbuch des Captains. Ich habe heute nicht nur meine Autorität verloren, sondern auch meine Crew. Ich habe versagt. Wie immer. Ein Captain, der sich in Selbstmitleid suhlt, bewegt gar nichts. Hallo? Oh, ich dachte gerade, das ist die... so eine ganz langsame Version von dieser One Piece. Obwohl, nee, das ist... ich gucke zurzeit wirklich zu viel One Piece. Ich habe es gerade wirklich gemerkt. Dieses Bam, 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 Bam. Such doch meinen Schatz. Und dann geht... Rogers Rede quasi los, aber das war ein bisschen was anderes. Aber melodiemäßig so ähnlich. Der sich in Selbstmitleid suhlt, bewegt gar nichts. Such doch, mein Schatz. Nichts. Hallo? Wer spricht da? Nur wer sich in dunkler Stunde seinen... Den kennen wir, glaube ich. Das ist der... okay, es wird interessant. Mut bewahrt, wird Großes vollbringen können. Ist es nicht das, wonach ihr Innerstes trachtet, Captain Jerky? Wer sind Sie? Space Antifa? Oh. War nur auf Betäubung. Vielleicht ist der Fremde in Anführungsstrichen auch irgendwie so eine Schlüsselperson sowieso, weil sonst würde sie dies relativ spät in diese ganze Songs aus der Bohne-Geschichte mit einbezogen worden in diesem Santa-Video, in diesem Santa-Spin-Off. Da hat man sie das erste Mal gesehen. Dementsprechend, wenn so eine Person, so eine mystische Person, relativ spät in so eine Geschichte eingebunden wird, dann wird sie auch bis zum Ende irgendwie eine ganz, ganz große Rolle spielen. Aber ich habe eher gedacht auf der Antagonistenseite. Ich muss kurz überlegen, Protagonist, Antagonist. Auf der Antagonistenseite, aber vielleicht gehört er auch zu den Protagonisten. Eine Meuterei, ein flugunfähiges Schiff, gestrandet in einer Zeit, in die sie nicht hingehören. Ein wahres Schlamassel, nicht wahr? Was ist, wenn ich Ihnen sage, dass es mir ähnlich geht? Aber vielleicht können wir einander helfen. Entschuldigen Sie, diesen Part skippe ich meistens. Warum liegt hier Stroh? Hä? Wieso können Sie das? Wer sind Sie? Jemand, der Ihnen sagen kann, wo Ihr verlorenes Triebwerk ist. Vorher brauche ich aber noch eine Information von Ihnen. Wo ist das Paket für den Mann im Mond? Mein Dad ist nicht da. Dann bin ich jetzt mein Dad. Folgt mir zum Kupfer, meine Söhne. Ach, okay, Papa. Ja, der hilft immer, will aber auch als Gegenleistung was. Ja, er hat auch gerade nach dem Paket gefragt. Zur Frage ist, ob es jetzt Captain Beef Jerky
es ihm sagt oder halt eben auch nicht, wisst ihr, ich meine? Andererseits, warum hat er ihn da überhaupt rausgeholt, so wisst ihr, ich meine? Er hätte ihn auch einfach da drin lassen können, so, und er wäre vielleicht irgendwie anders an die Information gekommen, so. Ich glaube, der ist ein sehr interessanter Charakter noch. Sebastian Meyers Adresse? Was ist das für ein scheiß Schrottplatz? Hier gibt's alles, nur kein Kupfer. Rost ist gesund für die Leber. Schade, dass ich keinen habe. Hey, was macht ihr da? Wollt ihr hier etwa klauen? Der Typ sieht irgendwie so, weiß nicht, wie so ein Schrottplatz-Typ aus, aber auch irgendwie wie so ein Boss von Dark Souls. Nein, nicht wirklich, so, keine Ahnung. Oder Lies of P. Zockt jemand Lies of P? Das sind auch so, also das ist wie Dark Souls, nur halt so ein Souls-like-Game, nur mit Puppen und so weiter. Wir dürfen nicht abschweifen. Aber es sieht irgendwie so wie so ein Boss davon aus, ohne Witz. Oder jemand bei Resident Evil, der dich foltern will. Clown, ach so. Ach, das ist Revis Adresse gewesen, okay. Digga, ich habe jetzt die Adresse nicht auswendig, so, keine Ahnung. Heißt Revi mit bürgerlichem Namen Sebastian Meyer. Meine Güte, die Adresse führt zu einer Werbetafel auf der die Adresse führt auf zu einer Werbetafel, auf dem ein Revi-Disc steht, Bro. Nee, wir räumen hier auf. Babu, Kampfstellung! Oh. Was sollen die Spielchen? Ah, warte. Kennen wir uns nicht? Ich bin's, Julian. Julian? Julian. 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 Ich kenne keinen Julian. Doch, doch, wir haben zusammen gesungen. Es sieht anders aus, als es ist. Hör mir mal zu. Stimmt. In welcher Rolle war denn Kaya noch? Boah, jetzt müsst ihr mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen, wie... beliebigen Wie-Vergleich einfügen. In welchem Akt war das und was hat da Kaya für eine Rolle gespielt? Die haben auf jeden Fall, die haben da auf jeden Fall zusammen gesungen. Ohne Herrn Anba sage ich nichts. Nicht? Vielleicht Ihr Bruder? Ich habe viele Brüder, die so aussehen wie ich. Sollte auch nicht racist gemeint sein. Racist? Unser Präsident heißt racist. Herr Yildi Rim, Akt 1, letzter Song aus der Bohne, wo Julian im Garten war, und da hat man auch Green gesehen, aka der Gärtner, aka der, nicht Endboss, aber ne, wir wissen alle, was mit dem Gärtner passiert ist. Okay, crazy. Das solltet ihr vielleicht mal ändern. Ihr kommt jetzt mal besser mit zur Polizei. Papa! Meine Tochter. Ich hab dir was mitgebracht, Papa. Deine Lieblingsschokolade. Und wer sind die beiden Diebe? Darf ich vorstellen, Papa? Das ist mein bester Freund. Ich nenne ihn Knuffmuff. Seit wann? Und das ist mein elfbester Freund, Julian. Danke. Papa, wir haben Besuch bekommen von einer Raupe. Nicht mal Top 10, Bro. Nicht mal Top 10. Raumschiff-Crew. Knuffmuff ist einer von ihnen, deswegen ist er so süß. Aber noch viel süßer als Miami Rose. Ich will irgendwann so werden wie sie. Aber das Raumschiff ist kaputt und deswegen brauchen wir Kupfer, um es zu reparieren. Hast du vielleicht welches? Das klingt plausibel. Würde ich auch so direkt glauben. Wenn meine Tochter so auf mich zukommt und mir diese Geschichte auftischt, ich würde die glauben, sage ich so, wie es ist. Auf Lock. Folgt mir. Der hat schon langes Haar, Kaya, ne? Dein Dad ist Türke? Hä? Ja. Teşekkür ederim ben iyim. Hier gibt es genug verschiedene Metalle. Bedient euch einfach. Gut. Ich kenne dieses Gesicht. Du hast jemanden Wichtiges in deinem Leben verloren, nicht wahr? Meinen besten Freund. Wie klein ist Julian eigentlich? Guck mal, das ist wie so ein kleines Kind, der jetzt nicht auf den Boden kommt, wenn er irgendwie auf einem Stuhl sitzt oder sowas. Das ist er quasi so frei. Wisst ihr, was ich meine? Oder ist Kaya wirklich... Nee, Kaya ist auch nicht... Kaya ist normal, also normal groß, oder? Jetzt auch nicht so übermäßig, weil sonst wäre das vielleicht irgendwie noch plausibel erklärbar so, aber... Ich glaube, Julian ist einfach wirklich mini. John, die Dose hat mich an ihn erinnert. Dein bester Freund war ein Tintenfisch? Nein. Ein Mensch, den ich versucht habe zu retten. Ich weiß, wie es dir geht. Ich habe auch eine Person verloren, die ich nicht retten konnte. Tut mir leid. Schon viele, viele Jahre her. Und? Ist es wahr? Alte Zeit, alle Wunden? Nein. Dachte es mir.
Es gibt aber einen Weg, den Schmerz zu besiegen. Doch an diesem Punkt bin ich noch nicht. Ich fürchte, ich auch nicht. Ich bin Babu. Nein, du bist Knuffmopp. Kaya ist acting strong. Kaya ist krass so. Also am liebsten habe ich den in diesem Comedy-Kaya so. Aber er hat auch irgendwie eine Zeit lang mal gestreamt. Da war auch, Digga, der Typ ist einfach auch... Es gibt so Leute, die sind gemacht für die Kamera einfach. Wisst ihr, was ich meine? Du kannst sie vor eine Kamera stellen und die können einfach Leute unterhalten oder die können auch irgendwie Schauspielern. Auch wie ein Knossi so. Wisst ihr, was ich meine? Du merkst richtig, wenn der auf irgendwelchen Events ist, der Bruder geht einfach auf. Der hat ein Selbstbewusstsein, dass durch die Decke geht, Bro. Der Typ traut sich Sachen. Ich würde mich... Der ist so... Keine Ahnung. Der Mensch ist einfach dafür gemacht. Wisst ihr, ich meine? Ich bin so introvertiert, ich könnte mir das nicht mal in 10.000 Leben vorstellen, das so zu machen. 1-0 für mich, Knuffmuff. Warum hast du die Strahle von Lieutenant Raw geklaut? Komm, das müssen wir Jude zeigen. Sie zieht einfach so einen Ball Kupfer hinter sich her, als Ballon oder sowas. Ich wusste nicht, wie gut es tut, mit einem Leidensgenossen zu sprechen. Hey, Sie sind ein cooler Dad. Dankeschön. Oh no. Ju, stopp! Das ist nicht mein Dad! Er würde niemals seine Schokoeier wegschmeißen! Was bist du? Warum kann ich dich nicht berühren? Nein! Oh nein, Knuffmuff! Komm, komm schnell! Du bist der Mann im Mond! Ein außergewöhnlicher Schutzmechanismus. Aber dennoch... Ja, aber auch eigentlich nur, weil er doch das Gesicht in seiner Tasche hat, oder? Was ich ganz kurz sagen möchte, bevor es jetzt wirklich in so diese finale Phase geht, was by the way, also das möchte ich auch ansprechen, es ist by the way immer geil gemacht, diese ganzen Songs aus der Bohne und vor allem jetzt der Mann im Mond, ne? Die Leute wissen, jeder wartet darauf. Die Leute wissen, dass es millionenfach geklickt wird und die bauen das wirklich eigentlich ganz geil auf. Der Schutz liegt am Kompass auf dem Rücken. Oh, okay, nein, es liegt an dem magischen Kompass. Okay. Ich verstehe. Was ich sagen wollte ist, die ganzen Aktgeschichten sind so gut aufgebaut, wie so ein kleiner Film, der zum Ende hin seinen Höhepunkt irgendwie erreicht. Wisst ihr, ich meine, ob es einen Happy End gibt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es fängt immer relativ langsam an, obwohl es auch unterhaltsam ist, also verstehe mich nicht falsch, ne? Es fängt relativ langsam an mit, die waren jetzt in einem Supermarkt, etc., pp., neue Charaktere werden vorgestellt, ne, und zum Ende hin wird es dann baut sich das alles auf, wisst ihr, ich meine, und dann diese Spannung, ich finde es geil, wie die Spannung da aufgebaut wird. Du hast etwas, was mir gehört. Ich bitte dich darum, es mir auszuhändigen. Ohne mein Gesicht bin ich unvollständig. Niemals! Ich werde nicht zulassen, dass du die Welt zerstörst! Die Welt zerstören? Wer auch immer dir das erzählt hat, der hat gelogen. Ich trachte nur danach, meine Trauer zu besiegen. Auch deine kann besiegt werden. Ich beweise es dir. Du weißt nichts über meine Trauer! Gib mir die Haare von deinem Freund John. Was? Wieso? Ich mache dir ein Geschenk, damit du siehst, dass du mir vertrauen kannst. Bösewichten niemals vertrauen. In keinem Film der Welt war das jemals gut. Einem Bösewicht vertraut man nicht, Chad. Vertrau mir. John, du lebst! Ich lebe? Ich war tot? Wo bin ich hier? Ist das Himmel? Ist das die Hölle? Erkläre ich dir alles noch.
kann das mit jedem x-beliebigen Menschen machen auf der Welt? Das ist auch eine relativ gute Frage vielleicht noch, weil wir erinnern uns an der letzte Song aus der Bohnen Akt 3, glaube ich, wo dann Green mit ihm quasi in diesen Laserstrahl gegangen ist, ne, aus diesem Topf nach diesem, wie nennt man das, nach diesem Ritual und sowas mit dem Stock, ist dann dieser rote Laser quasi Richtung Mond gegangen oder direkt auf den Mond. Und John ist ja mit Green oder ne, mit Green, dem Gärtner etc. pp. In diesen roten Laser rein und wurde dann, man hat nicht gesehen, was passiert ist. Die sind einfach nur darin verschwunden und es war's. Kann der Mann im Mond alle Leute zurückholen, die jetzt irgendwie mit diesem Laser Kontakt hatte oder auf irgendwie auf den Mond katapultiert worden ist oder wie auch immer? Oder kann er das mit jeder x-beliebigen Person machen, solange man irgendwie ein bisschen Haar hat oder irgendwas von der Person hat? Wisst ihr, ich meine, der Mann im Mond Protagonist. Schauen wir mal. Und wer ist das da? Das ist der Mann im Mond. Was? Der Mann im Mond ist Türke? Oh, bitte verschonen Sie mich, Herr Mann im Mond. Salam aleikum. Du weißt, was du jetzt zu tun hast, Julian. Er braucht nur was von der verstorbenen Person. Okay. Aber ist er jetzt wirklich Protagonist, ist jetzt die Frage, oder? Also ich würde, klar, er hat meinen besten Freund zurückgeholt, so. Aber ich würde es mir jetzt ganz stark nochmal überlegen, ob ich ihm jetzt sein Gesicht gebe oder nicht. Weil du weißt nicht, was danach passiert. Der Bruder kann verstorbene Menschen wieder zum Leben erwecken. Wisst ihr, ich meine? Der könnte, glaube ich, die ganze Welt so auslöschen. Auslöschen. Du sollst wegen deinen kosmischen Schlaganfällen echt mal zum Arzt gehen, Ju! Ein Geschenk für ein Geschenk. Ja gut, wiegt das Geschenk gleich? Ich weiß gar nicht so ganz genau. Je nachdem, was der Mann im Mond jetzt mit dem Geschenk, also mit seinem Gesicht macht. Wir haben jetzt aber auch hier wieder die drei Wächter gesehen. Auf jeden Fall die drei Sandmann etc. pp. Die hat man nochmal gesehen und dann diese Gezeiten, Stürme etc. pp. Man hat alles nochmal irgendwie im Schnelldurchlauf gesehen. Ich weiß nicht. Wieso zögerst du? Hey, Fake Papa! Knuffmuffkanone, go! Wow! Oh, was passiert? Ich kapiere nichts. Ich muss aufhören mit der Racke zu saufen. Papa! Wenn man jetzt noch bedenkt, dass jedes Mal, wenn Babu, wie soll ich sagen, erregt ist, dann der Strahl aus seinem Gesicht kommt. Und der Strahl war jetzt nicht, der Strahl war relativ voluminös, massiv, intensiv. Wisst ihr, was ich meine? Das macht das Ganze noch lustiger. Hey, John. Oh, Mann, ich schon wieder das scheiß Rücken. Oh. Julia, Habibi! Lang nicht mehr gesehen! Du siehst aus wie deine Mutter. Hast du schon Freund? Hey, Julia, hast du vorher nicht gemerkt, dass dein Dad komplett anders spricht? Karamgestüdelin im Asse, der kann dich. Stimmt jetzt, wo du sagst? Schokoeier? Oh, mein Lieblingsschokolade, danke, Habibi. Ich liebe diese. Geht's jetzt an, John? Was ist das? Das neue Piece von Eternal God. Dieser Oversized Dragon Zipper ist nur eins von vielen neuen Produkten im Eternal God Store. Alles frisch im Shop erhältlich. Aber natürlich nur, solange der Vorrat reicht. God. Keine Spielchen mehr. Oh mein Gott! Komm, wir bei Spielchen-Sicherheit! Bro, das ist jetzt der Boss Phase 2, sagen wir mal so. Jeder, der Dark Souls mal gespielt hat, weiß, wovon ich rede, ne? Also, der Boss war jetzt vielleicht erste Stufe, der war jetzt nicht wirklich schwer, aber jetzt, zweite Stufe ist immer so. Einfach aufs Maul, Bro. Boah, ich glaube, es ist Zeit abzuhauen. Bro, allein die Szene kostet wahrscheinlich drei YouTube-Auszahlungen von mir, ohne Witz. Dafür müsste ich 3 Monate YouTube machen, um diese Szene CGI-mäßig bezahlen zu können, ohne Witz. Ich gab dir ein so großes Geschenk. Und so dankst du es mir, Julian. John? Was? Sag was! Ich check deinen Blick nicht!
Gibt's wieder Bohnen? Nehmen wir wieder welche? Junge, bitte, ich kenne den Plot nicht. Ich war es gerade eben noch tot. Aber ich halbnackt. Nackt, meine ich. Jetzt bin ich halbnackt. Bitte, red mit mir. Du, bitte, red mit mir. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Du, du, du! Nacho, Nacho. Ey, ist unglaublich, wie lost ich manchmal bin, oder? Aqua sagt mir erstmal nichts, Nacho sagt mir erstmal nichts. Childish Gambino, okay, hat mir aber auch nur was gesagt wegen This is America, wegen dem Song. Nacho, Nacho, wer zum Teufel sind die beiden jetzt? Oder eine Person, ich weiß nicht. Die Zeit der Verhandlungen ist vorbei. Bollywood, oh yeah, Bro. Also diese ganze Bollywood-Geschichte ist unglaublich groß. Teilweise auch geil, die haben super schöne Instrumentals, teilweise super schöne Samples, aber wow, okay. Ich glaube, der Mann im Mond ist nett und der wahre Böse ist der Fremde. Schwierig. Arriba Bri, du bist zurück, ja, und ich dachte schon, ist Schluss, der beste aller besten Freunde, Happy End wie Bollywood. Wieso tanzen wir auf einmal und singen so wie Shah Rukh Khan? Denn ich bin das wache Nahen zu deinem Tikka Masala. Wir gehen durch Wasser und durch Feuer, ganz egal was auch passiert. Wir bleiben strong, egal was kommt, denn wir sind Bros. Ich bin gerade mitten in einem Kulturschock, sag ich so wie es ist. Ich weiß nicht so ganz genau, also ich habe auch den Originalsong gar nicht im Kopf. Bei This is America und bei dem Aqua-Ding hatte ich es auch im Kopf, so einfach, weil das irgendwie ikonische Songs sind gerade. Dieses I'm a Barbie Girl, wisst ihr, ich meine so? Aber hier, ich bin komplett lost gerade, ohne Witz. Geht der Originalsong so? Hören Inder sofort oder Floor-Sachen so? Tz, tz, tz. Oder ist es so eine Art Remix gerade? Oh. Jo, ich hab das Zepter! Jungs! Schnell! Hier lang! Hier, für dich! Oh. Oh. Das war mein Auge! Es ist wirklich! Wie ist das nur möglich? So, so, wenn meine Brüder unfair spielen, dann spiele ich eben auch unfair. Willkommen zurück, mein Bruder. Okay, er braucht tatsächlich nur irgendwas, was an die Person erinnert. Jetzt am Ende diesen kleinen Zettel, wo du bekommen hat, ein paar Filme vorher so, als Tipp oder als, ne, auch vom Osterhasen so. Und er braucht tatsächlich noch irgendwas, was ganz Kleines, ne? Die Frage ist halt jetzt, holt er nur ihn oder holt er jeden, obwohl nicht jeder gestorben ist bis jetzt, ne? Wenn man so überlegt, war Drew derjenige, der den Mann im Mond hintergangen hat. Ja, aber auch eigentlich nur aus der Intention, hey, wenn ich ihm jetzt sein Gesicht gebe, man weiß ja nicht, was passiert, Bro, der Typ ist komplett unberechenbar, der kann Tote auferstehen lassen, wisst ihr, was ich meine? Okay, in dem Pergament war die Seele des Osterhasen, aber auch nur die Seele des Osterhasen. Das heißt, die anderen Brüder kann er nicht so einfach holen, zumindest, oder? Geisteskrank. Oh, ein bisschen erschrocken gerade. Ich dachte, es kommt irgendwie noch was, ein kleines Ende oder sowas, ne? Ganz kurz, wieder viele, viele Fragen. Was ist mit den anderen Wächtern? Was macht der Osterhase jetzt? Was
was hat der Fremde noch irgendwie damit zu tun? Das ist so die Frage jetzt. Ist der Mann im Mond wirklich Protagonist oder Antagonist, so wie wir es erwartet haben? Ist der Fremde wirklich Protagonist oder ne, ist da auch irgendwie... Das ist jetzt die Frage. So, ey, war ein super, super schöner Akt 2. Man hat brutal viel gelacht, finde ich. Es waren brutal viel geile, lustige Szenen dabei. Super, super nice, ohne Witz. Sehr, sehr schön. Auch wie sich das am Ende zusammengespitzt hat, nochmal schön viel auf diesem Schrottplatz super, super viel Energie noch gebündelt hat, so. Und super nice, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Akt 2, super gemacht.